8 Tipps für Einsteiger oder eine Umstellung zu der veganen Ernährung, auf was ihr optimal achten könnt, was am Anfang super wichtig und essentiell ist. Viel Spaß beim Video. Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen, wie gesagt, auf meinem Kanal. Es gibt, wie gesagt, diese 8 Tipps heute zur pflanzlichen Ernährung für Einsteiger, aber auch für Personen, die schon eine Weile vegan sind, kann man hier sicherlich noch ein paar Dinge mitnehmen. Hier geht es, wie gesagt, um 8 Tipps und Tricks. Und wir starten direkt mal mit Nummer 1. Und das ist genug Essen. Ja, also das wäre auf jeden Fall für die Einsteiger wichtig. Ich habe es in meinem Umfeld noch nicht so viel erlebt, aber auch viel gelesen, gehört, dass sehr viele Personen, die sich vegan anfangen zu ernähren oder umstellen, sehr stark abnehmen und Gewicht reduzieren, also wirklich Gewicht verlieren. Das ist, wenn man das möchte, sehr gut, aber dauerhaft sollte man schon auf genügend Kalorien oder auf eine gute Kalorienzufuhr achten. Denn woher kommt das? Ja, die pflanzliche Ernährung, auch besonders wenn man sehr bewusst und Obst gemüsebasiert ist und vielleicht noch nicht so richtig weiß, was man alles so zuführen kann, kann sein, dass die Kaloriendichte recht niedrig ist. Und dann kann man auch recht schnell mal viel zu wenig Kalorien zuführen, wenn man nur Obst und Gemüse isst. Ja, also das wäre auf jeden Fall Tipp Nummer 1. Man kann, wenn man sich gesund und bewusst vegan ernährt, ruhig ein bisschen mehr zulangen und konsumieren. Tipp Nummer 2, ja, machen wir direkt weiter. Das Ganze trifft mit der Kalorienzufuhr wieder nicht zu, wenn ihr viele Ersatzprodukte konsumiert. Besonders jetzt aktuell ist boomend richtig, auch ich kriege immer mit, wie viele neue Produkte auf den Markt kommen. Es ist Wahnsinn. Ja, es gibt veganen Käse, es gibt veganes Hack, Buletten, wie entsprechend Burger Patties, Falafel. Es gibt so viele Möglichkeiten, ja, sich aktuell vegan auch mit Ersatzprodukten zu versorgen. Und hier ist nämlich der Fehler. Diese Ersatzprodukte haben halt ja eine hohe Kaloriendichte meistens. Ja, und es sind so ein bisschen tote, leere Produkte. Das heißt, die enthalten sehr wenig Nährstoffe, Mineralien, Spurenelemente. Ja, das sind natürlich dann die natürlichen Lebensmittel, die das eher bereitstellen. Deswegen versucht beim Umstieg, wenn es euch leicht fällt, könnt ihr gern natürlich auch Ersatzprodukte konsumieren, aber versucht die nach und nach zu reduzieren. Ja, also versucht euch vollwertig, pflanzlich, bewusst zu ernähren mit guten natürlichen Zutaten und nicht industriell verarbeiteten Produkten. Dann fahrt ihr am besten. Wenn es am Anfang bei der Umstellung hilft, könnt ihr natürlich auch Ersatzprodukte konsumieren. Keine Frage. Sollte aber nicht hauptsächlich die Ernährung daraus bestehen. Punkt Nummer 3 ist das Protein. Mega wichtig, unterschätzt. Ich habe es leider in vielen Videos schon anders mitbekommen, gesehen, auch gelesen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, empfiehlt hier 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein. Ja, ich finde es ein bisschen zu wenig. Ich bin auch Sportler. Allgemein ist Protein ein sehr wichtiger Nährstoff, genauso wie Fett, auch für sehr viele Stoffwechselvorgänge und Prozesse verantwortlich. Kohlenhydrate eigentlich gar nicht so wichtig. Ja? Die kann ja auch theoretisch woanders noch herziehen oder sich herbauen. Aber Protein und Fette, ja, gute Fette sind essentiell. Ja? Deswegen genug Protein zuführen. Meine persönliche Meinung ist, mindestens 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zuzuführen. Sättigt auch nochmal schön und wie gesagt, hilft auch beim Muskelaufbau, beim Fitnessprozess sehr, sehr gut mit und steuert, wie gesagt, ganz, ganz viele Dinge im Körper. Was könnt ihr dafür nutzen? Ja, Hülsenfrüchte, ja, also Erbsen, Bohnen, Linsen baue ich immer in meinen Tagesbedarf ein. Ich ersetze dann bestimmte Beilagen durch rote Linsen zum Beispiel. Die kann man auch super nutzen, würzen. Ja, und ansonsten könnt ihr auch natürlich die Sojabohne, Soja oder so in Form von Tofu zum Beispiel, kann man auch in verschiedenen Bereichen zuordnen, zubereiten. Gibt es auch ein paar coole Videos auf meinem Kanal. Oder Tempeh, Seitan, gibt schon genug Proteinquellen, um halt den Proteinbedarf zu decken. Also Protein, ganz wichtig, genug zuführen, drauf achten. Punkt Nummer 4, ja, und habe ich gerade schon ein bisschen gesagt, das ist das Thema Fett. Ja, steckt viel in diesen Fertigprodukten oder in den industriell verarbeiteten Produkten. Versucht lieber natürliche Fettquellen zuzuführen, das heißt in Avocado, aus Nüssen, Samen. Und dann habt ihr eigentlich noch viele Mikronährstoffe mit dabei. Ansonsten, wenn ihr zu Öl greift, auch zum Braten oder zum Backen, dann bitte auf Sonnenblumenöl verzichten. Hier haben wir ein sehr, sehr schlechtes
Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Omega-3 entzündungshemmend, Omega-6 entzündungsfördernd. Hier empfehle ich doch lieber Rapsöl oder Olivenöl. Ansonsten Leinöl ist natürlich ein sehr, sehr gutes Öl, ist aber speziell im Geschmack, kann man eher beim Salat verwenden. Also bitte kein Sonnenblumenöl verwenden, sondern ein kaltgepresstes Öl, auch ganz wichtig, in einem guten Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6. Ja, also Punkt 5 ist die Reihenfolge der Lebensmittel, die wir essen oder zuführen. Viele berichten irgendwie von Blähungen. Ja, das kann natürlich schon von dem hohen Ballaststoffanteil kommen. Das ist ja die Nahrung für die Darmbakterien. Das heißt, auch in Vollkornprodukten sind viele Ballaststoffe drin, auch allgemein in der pflanzlichen Ernährung. Die Faserstoffe sind Ballaststoffe sehr, sehr wichtig, ja, was vielleicht in der normalen Ernährung weniger zugeführt wird. Aber die Essensreihenfolge ist absolut relevant. Ja, man sollte zum Beispiel Obst nicht zum Nachtisch essen, sondern eher als Vorspeise. Denn wenn wir zum Beispiel Kohlenhydrat- und Proteinquellen, sage ich mal, wir essen jetzt Linsen mit Tofu oder anderen Sachen vermischt oder wirklich eine große Speise und die liegt dann im Magen-Darm-Trakt und dann schmeißen wir noch Wassermelone und Apfel mit drauf, dann wird wahrscheinlich der Apfel und die Wassermelone anfangen zu gären und dann entstehen durch diesen anderen Verdauungsprozess entsprechend Gase und die wollen raus, was wiederum zu unangenehmen Situationen oder Problemen, Unwohlsein führt. Deswegen ganz wichtig von der Reihenfolge her, Obst zuerst essen, dann zum Beispiel Gemüse vor Kohlenhydraten und dann erst die Kohlenhydrate, Reis zum Beispiel, Kartoffeln und so weiter und dann erst proteinlastige Lebensmittel. Ja, dann passt das auch. Nächster Punkt ist Punkt Nummer 6, die Nährstoffmängel, die vielleicht entstehen können, auch mischköstlich. Ich empfehle auf jeden Fall B12, Vitamin B12 nochmal zuzuführen. Schaut euch gerne mal einen Vitamin B12-Rechner an. 500 Mikrogramm reichen erstmal als Anfangsdosierung, um die vielleicht aufzufüllen. Oder 1000 Mikrogramm gibt es zu kaufen. Links auch nochmal in der Beschreibung. Zweiter wichtiger Punkt ist Vitamin D. Ich schreibe auch nochmal ein paar Links unten rein. Wie gesagt, ich habe mal eine Reihe gemacht zu Vitamin D. Ganz wichtig, auch im Sommer führen die wenigsten Menschen genug Vitamin D zu. Liegt auch an unserer Lage rein, geografisch. Das heißt, der Vitamin D, ganz, ganz wichtiger Punkt, würde ich auch extra zuführen. Das heißt, B12, Vitamin D3 supplementieren. Ja. Punkt Nummer 7 ist die Weiterbildung. Ich halte hier in der Hand einmal das Buch von Nico Ritternau, Vegan Klischees AD. Ja, das Ganze schaut so aus. Das ist sehr wissensbasiert, ist auch ein bisschen dicker. Hau ich auch nochmal in die Beschreibung, worauf ich hinaus will. Ihr müsst euch weiterbilden. Es ist super wichtig. Keiner weiß sofort alles. Das heißt, wenn ihr euch 20, 25 Jahre, so wie ich, vorher nicht vegan ernährt habt und ihr seid einfach mit euren Eltern so aufgewachsen und habt die normale Ernährung, die mischköstliche Ernährung mitbekommen, dann braucht es natürlich Zeit, bis ihr wisst, was kombiniere ich wie, was kann ich wie zuführen. Ja, deswegen guckt ihr auch oder deswegen mache ich ja auch diese Videos, um euch zu helfen, wie ihr euch perfekt pflanzlich ernähren könnt und gebe euch diese Tipps, ja, oder wie andere Kanäle, Bücher. Das heißt, ihr kommt nicht drum rum, euch weiterzubilden. Das ist auch wie als wenn ihr Beruf erlernt habt oder ein Studium oder Schnürsenkel binden. Das hat auch nicht von einem auf den anderen Tag geklappt, sondern das müsst ihr lernen. Ja? Darum kommt ihr nicht herum und das ist essentiell, wenn ihr euch weiter ausgewogen, naturbelassen, pflanzlich ernähren wollt, müsst ihr euch weiterbilden und lernen und mit anderen Personen austauschen. Ja, letzter Punkt ist der Punkt Nummer 8 und hier geht es um den Austausch mit Gleichgesinnten. Das schließt so ein bisschen an Punkt 7 an die Weiterbildung. Versucht euch ein Umfeld zu schaffen, auch Personen zu finden im näheren Umkreis, vielleicht auch durch Social Media, durch ein Netzwerk. Ist da jemand in der Nähe, mit dem ihr euch connecten könnt, kommunizieren könnt und tauscht euch aus über Erfahrungen? Oder auch ich bin gerne in Foren oder bei Facebook auch in Gruppen unterwegs, beantworte Fragen, stehe den Leuten zur Verfügung. Auch bin ich natürlich hier für euch da. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder Wünsche, dann beantworte ich die hier auch gern unter dem Video. Was ich vermitteln will, ist, schafft euch ein Umfeld. Ihr werdet bestimmt auch mal Gegenwind bekommen, vielleicht von Personen, die nicht ganz so angetan sind, dass ihr euch jetzt pflanzlich ernährt. Vielleicht habt ihr auch Probleme
bei den Eltern, in der Familie, Freunde, die noch nicht ganz verstehen, warum. Ja, dieser Austausch, der hilft euch auch vielleicht besser zu argumentieren, ja, warum die pflanzliche Ernährung positiv ist. Ja, und hilft euch einfach auch, bessere Rezepte zu finden und ja, diese vegane Ernährung einfach ja, besser zu verinnerlichen, und es hilft einfach bei der Umstellung. Deswegen ja, schafft euch ein positives Umfeld mit anderen Personen, die sich auch ebenfalls pflanzlich ernähren. Auch wer sich darüber lustig machen sollte, ja, dass ihr euch pflanzlich ernährt, dann solltet ihr euch wirklich über euren, über dieses Umfeld Gedanken machen, ja, und vielleicht davon Abstand nehmen und unbedingt weiter stark und positiv bleiben, denn ihr seid auf dem richtigen Weg für das Richtige, für die Umwelt, für die Tiere und für euren gesunden Körper. Wie gesagt, bei Fragen gerne in die Kommentare, schreibt mir oder bei Instagram. Teilt dieses Video gern, wenn ihr Personen habt, die auch gerade erst sich umstellen auf die vegane Ernährung und noch nicht so richtig wissen, worauf es ankommt oder was man beachten muss. Das waren meine 8 Tipps für die Einsteiger, aber auch Personen, die schon ein bisschen länger vegan sind. Vielleicht könnt ihr da was mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.